Kommen wir jetzt zur Generaldebatte. Wir haben vorhin vereinbart im Zusammenhang mit dem Zeitplan, dass wir 90 Minuten Generaldebatte absolvieren wollen. Deswegen müssen wir jetzt über die Redezeiten noch abschließend entscheiden. Ich kann euch sagen, dass wir eine Liste von 75 Wortmeldungen vorliegen haben. Und wir als Tagungspräsidium schlagen euch vor, dass wir eine Redezeit von 3 Minuten miteinander vereinbaren. Das heißt, 30 Genossinnen und Genossen hätten dann die Chance, in dieser Debatte zu Wort zu kommen. Ich schaue mal in den Saal, ob das diskutiert werden muss oder ob wir über diese Frage abstimmen können. Dann stimme ich jetzt darüber ab, wer der Redezeit von 3 Minuten, das heißt 30 Rednerinnen und Rednern, zustimmt. Den bitte ich um das Kartenzeichen. Dankeschön. Die Gegenstimmen, die Stimmenthaltungen. Dann ist das mit großer Mehrheit so beschlossen. Ich gehe davon aus, dass wir die Redeliste auch einblenden, sobald sie verfügbar ist. Ich verrate euch nicht, wer aus dem Tagungspräsidium gelost hat, damit ihr eure Verärgerung vielleicht über die ein oder andere Entscheidung eher anonym an das Tagungspräsidium richten müsst. Als erstes erhält das Wort Anja Stöck vom Landesverband Niedersachsen und im Übrigen ja auch Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl. Und es bereitet sich vor als zweites danach Andreas Brändle aus Niedersachsen. Anja, wir werden bei dir wie dann bei allen nach 2,5 Minuten das erste Mal vorsichtig anklingeln, damit ihr wisst, dass die Zeit langsam zu Ende geht. Bitte schön, du hast das Wort, Anja. Manche reden zweimal. Gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Liebe Genossinnen und liebe Genossen, wie viele von euch ja wissen, stehen im Januar in Niedersachsen die Landtagswahlen an. Das Bundestagswahlergebnis, das wir alle gemeinsam einfahren werden, wird für uns in Niedersachsen zukunftsweisend sein. Daher ist dieser Parteitag und das Wahlprogramm, was wir alle gemeinsam verabschieden werden, für uns existenziell wichtig. Wir haben vor 4 Wochen unser Landtagswahlprogramm geschrieben. Dort haben wir hineingeschrieben, dass wir mit der Unterstützung der lohnabhängig Beschäftigten, den Erwerbslosen, den Rentnerinnen und Rentnern, den Lernenden, den Azubis, Studierenden, Familien und denen von der jetzigen Politik ins Abseits gedrängten als soziale und gesellschaftliche Opposition in den Landtag einziehen wollen und dort für einen wirklichen Politikwechsel streiten wollen. Dies sehe ich für die Bundesebene, für unseren Bundestagswahlkampf ganz genauso. Wir müssen klar unsere Politik vertreten, ohne Wenn und Aber. Wir sollten aber auch klar machen, dass ein Politikwechsel weg von den neoliberalen Schandtaten an uns nicht scheitern würde, aber zu unseren Bedingungen. Meiner Meinung nach brauchen wir in dieser ganzen Debatte, die jetzt folgen wird, weder darüber zu sprechen, ob wir eine Ausschließeritis betreiben wollen, noch eine Anbieteritis. Beides tut uns nämlich nicht gut. Unsere Kernpunkte, die wir vertreten, nämlich, dass es mit uns keine Auslandseinsätze geben wird, keine Waffenexporte und keine Geschäfte mit dem Krieg. Dass es mit uns aber auch keine weiteren Privatisierungen und keinen Stellen- und Sozialabbau noch Arbeitszeitverlängerung geben wird, sondern mehr Stellen, mehr öffentliche Daseinsvorsorge, mehr soziale Gerechtigkeit für alle bei deutlich kürzeren Arbeitszeiten. Liebe Genossinnen und Genossen, dafür stehen wir. Und dieses sollten wir laut und deutlich sagen. Ich denke, dass wir ein Programm verabschieden werden. Ich hoffe es, womit wir in die
an die Leute rantreten können. Katja hatte das vorhin schon toll beschrieben. Und unsere Empörung zeigen können, unsere Empörung darüber, wie die Welt heute funktioniert. Aber dass wir genauso eben auch zeigen können, dass es eine andere Welt geben kann. Und ja, 3 Minuten sind um. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Anja. Als nächstes hat das Wort Andreas Brendler aus Niedersachsen und es bereitet sich vor Ellen Brombacher und wir werden die Liste nochmal einblenden. Ihr habt gemerkt, wir haben einen kleinen Test gemacht vorhin mit euch. Es sollen nicht die ersten 15 zweimal reden, sondern natürlich die ersten 30 einmal. Andreas, du hast das Wort, bitteschön. Liebe Genossinnen und Genossen, immer wenn es darum geht, Kinderarmut zu bekämpfen, wenn es darum geht, die Mindestrente durchzusetzen, wenn es um andere soziale Errungenschaften geht, wird uns entgegengeschleudert, dafür ist kein Geld da. Ich denke, wir brauchen nicht nur eine soziale Revolution, sondern wir brauchen eine Finanzrevolution. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen eine Veränderung, dass das Geld von oben nach unten wandert. Wenn man davon ausgeht, dass es ein Gesamtvermögen von 11 Billionen mittlerweile gibt und allein 1% der Bevölkerung davon fast 4 Billionen besitzt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass Heiner Geißler, wenn er sagt, Geld ist wie Dreck da, recht hat. Liebe Genossinnen und Genossen, die Linke hat ein Finanzkonzept, ein Steuerkonzept vorgestellt, wo es genau darum geht, die unteren Einkommen und die mittleren Einkommen zu entlasten. Und wir reden hier von einer Entlastung bis 7.100 Euro. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Auf der anderen Seite haben wir in 3 Schritten ab 85.000, ab 260.000 und 1 Million, da gehen wir richtig ran, nämlich mit 53, mit 60 und 75%. Und wir haben ebenfalls in diesem Finanzkonzept eine Vermögenssteuer drin, die allein für die Länder 80 Milliarden pro Jahr bedeutet, wenn man sich überlegt, was man mit 80 Milliarden verteilt auf die einzelnen Bundesländer alles machen könnte. Da gilt doch der Satz, Geld ist genug da, um unsere sozialpolitischen Forderungen, unsere sozialpolitischen Vorstellungen letztendlich durchzusetzen, sowohl bei den Bundestagswahlen als auch den darauffolgenden Wahlen in Niedersachsen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind nicht alleine. Auch die SPD hat erkannt, dass die Steuern ein wichtiges Merkmal sind für die kommenden Wahlen. Aber wir sollten uns natürlich jetzt schon warm anziehen, wenn man sich anguckt, welche Eckpunkte da vorgelegt worden sind. Ab einem Einkommen, einem Familieneinkommen von 20.000 im Monat müssen immerhin 84 Euro mehr Steuern bezahlt werden. Das nenne ich mal gerecht. Liebe Genossinnen und Genossen, Andreas, ich denke, kommst du bitte zum Schluss? Wir haben hier was vorgelegt und damit sollten wir tatsächlich in den Wahlkampf gehen, damit arbeiten. Das ist eine hervorragende Grundlage, um unsere Programmatik nicht nur durchzusetzen, sondern letztendlich auch zu finanzieren. Dankeschön. Dankeschön, Andreas. Bevor die nächste Rednerin das Wort erhält, begrüßen wir sehr herzlich bei uns den Botschafter der Republik Kuba, René Juan Mojica Cantelà. Herzlich willkommen. Es hat das Wort, sie steht schon vorne, Ellen Brombacher und danach Daniel Kerekes vom Jugendverband.
Liebe Genossinnen und Genossen, manchmal muss am Anfang eine Begriffsklärung stehen. Ein Heckenschütze ist jemand, der aus dem Hinterhalt auf Menschen schießt. Im übertragenen Sinne ist es jemand, der sich intrigant und hinterhältig benimmt. In der Ausgabe des Freitag vom 8. Juni bezeichnet Benny Hoff die Unterzeichner eines offenen Briefes an die Parteitagsdelegierten als Heckenschützen. Sie würden immer dann an die Öffentlichkeit treten, wenn Gestaltungspolitik mit roten Haltelinien kollidiert. Warum eigentlich sollte es intrigant sein, sich gegen die Verbreitung der Doppelillusion zu wenden, es könne A, in etwa 100 Tagen Rot-Rot-Grün geben und B, mit Rot-Rot-Grün gäbe es dann einen Politikwechsel. Wer in diesem Saal kann sich vorstellen, dass SPD und Grüne die NATO ablehnen und mit ihr Auslandseinsätze der Bundeswehr oder dass diese beiden Parteien sich der forcierten Militarisierung der EU, der sogenannten strategischen Autonomie, in den Weg stellen werden? Oder ist es ernsthaft vorstellbar, dass wir, die Linke, unsere friedenspolitischen Grundsätze aufgeben? Aus Zeitgründen verzichte ich hier auf analoge Fragestellungen, zum Beispiel den sozialen Bereich betreffend. Und auch rein arithmetisch ist doch an Rot-Rot-Grün nicht zu denken. Man kann nun Corbyn zum Zeugen rufen, aber Merkel ist nicht May und Schulz ist nicht Corbyn. Von Schulz lernen heißt eben nicht unbedingt siegen lernen. Bei der Vorstellung des Rentenkonzepts der SPD mit Blick... Geht das von meiner Zeit ab? Sonst ruf weiter dazwischen. Bei der Vorstellung des Rentenkonzepts der SPD mit Blick auf die Belastungen der Rentenkasse im Jahr 2029 äußerte Schulz dann, also 2029, sei er, wenn alles gut liefe, im 12. Jahr Kanzler. Diese Art von Realitätsverlust sollten wir vermeiden. Denn Realitätsverlust hat eine ungute Konsequenz. Man erkennt nicht mehr zur Genüge, worum es geht. Es geht im Wahlkampf nicht darum, Rot-Rot-Grün beinahe voraussetzungslos zu propagieren, sondern es geht um unsere Erkenntlichkeit. Kein Zweifel darf aufkommen hinsichtlich unserer Friedenspolitik, kein Zweifel an unserem konsequenten Antifaschismus und keiner daran, dass für uns soziale Gerechtigkeit und Hartz IV unvereinbar sind. Liebe Ellen, kommst du bitte zum Schluss? Der letzte Satz. Stellen wir uns auf einen klaren Oppositionswahlkampf ein, auch um den Demagogen der AfD keine Möglichkeit einzuräumen, sich als die wahre Oppositionskraft darzustellen. Dankeschön, Ellen. Zunächst ist meine Bitte, wir haben noch zwei anstrengende Tage vor uns und einiges zu diskutieren, wo wir nicht immer einer Meinung sind. Ich bitte euch, dass wir sowohl von Buhrufen als auch von Zwischenrufen vielleicht versuchen abzusehen. Das macht die zwei Tage miteinander für uns insgesamt ein bisschen einfacher. Und die 27 weiteren Rednerinnen und Redner bitte ich nicht wie andere die Redezeit immer noch mal eine halbe oder eine ganze Minute auszudehnen, dann haben wir am Ende das Problem, dass wir die 30 auch nicht schaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Ihr habt heute Nachmittag sehr viel Wert auf Zeitdisziplin gelegt. Ich will euch daran erinnern. Dann hat als nächstes Daniel das Wort und es bereitet sich vor Margit Glaso, unsere Inklusionsbeauftragte. Daniel, bitteschön. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, es gibt so viele spannende Themen. Wow, was ist das?
so viele spannende Themen in unserem Wahlprogramm, aber auch in den Anträgen, zu denen ich gerne was sagen möchte. Aber man muss sich ja leider fokussieren. Und da gibt es drei Punkte. Zu einem, da komme ich ganz am Ende. Zum zweiten Punkt, das ist der Lagerwahlkampf, der schon mehrmals angesprochen ist. Und das dritte ist unsere Ergebnisse unter Jüngeren und vor allem Jugendlichen in den letzten zurückliegenden Landtagswahlen. Schauen wir uns mal die Ergebnisse bei den Jüngeren an, die wir in letzter Zeit hatten. So stellen wir fest, diese waren immer oder fast immer über dem Durchschnitt von dem, was wir ansonsten bei den Landtagswahlen errungen haben. Ja, das ist gut. Das zeigt, viele junge Menschen haben Interesse an einer linken Politik, die Schluss macht mit der etablierten Politik, die es gibt von CDU, SPD und Co. Das macht Spaß. Viele junge Leute treten in die Partei ein. Kommt aber ein großes Aber. Unsere Partei muss sich auch ein bisschen verändern. Sie muss sich auch dementsprechend ein bisschen anpassen. Wieso sieht die Website aus, wie sie aussieht, trotz des Restarts? Warum sieht die Wahlkampagne so aus, wie sie aussehen wird? Das spricht Jugendliche nicht an. Warum benutzen wir eine Sprache, die kein Jugendlicher je in seinem Leben benutzen würde? Warum passen wir das nicht einmal endlich an und honorieren damit auch die guten Wahlergebnisse? Und zu guter Letzt, lasst doch auch mal jüngere Leute ran. Das wäre doch auch mal so eine Sache. Davon gibt es genug in der Partei. So, der zweite Punkt ist, der ein bisschen schon angesprochen war, war der Lagerwahlkampf. Also, ich könnte jetzt auch viel zur Autobahn und Co. erzählen, mache ich jetzt nicht. Aber ich möchte etwas zu Rote Haltelinien sagen. Die haben wir im Erfurter Programm. Da drin steht, wir beteiligen uns an keiner Regierung, die privatisiert. Und ich möchte, dass wir das hier nochmal betonen, uns nochmal zu Bewusstsein führen und auch im Bundestagswahlkampf nochmal beherzigen. Wir führen einen Wahlkampf für die Linke, für kein Lager, für keine andere Regierung, sondern für uns eine starke Linke, die nicht privatisiert, die keine Kriege führt. Und ein Ausverkauf unserer eigenen Positionen steht nicht zur Debatte. Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist Europa. Die Europäische Union lässt Menschen im Mittelmeer ertrinken, das ist ein Fakt. Sie führt Kriege in aller Welt und drückt millionenschwere Kürzungsprogramme durch. Die neoliberale Politik der EU bereitete überall den Boden für radikale rechte Politik. Und es wäre deswegen ein Fehler als Linke, wenn wir die Kritik an der EU den Rechten überlassen würden. Deswegen bitte ich euch im Wahlprogramm, die EU nicht einfach immer hoch zu loben, sondern auch mal realistisch zu betrachten, was ist es, woraus besteht sie und wie gehen wir mit ihr um? Danke. Dankeschön, Daniel. Als nächstes hat Margit das Wort und es bereitet sich vor Wolfgang Gerke. Liebe Genossinnen und Genossen, momentan läuft in Deutschland weit in vielen Kinos der Film Ich, Du, Inklusion. Das ist ein Dokumentarfilm, in dem gezeigt wird, wie schwierig die Umsetzung von schulischer Inklusion ist, wie groß die Herausforderungen an die Lehrer sind und dass viele Kinder, insbesondere Kinder mit Behinderungen, letztendlich auf der Strecke bleiben. Ich habe mich nach einer solchen Kinovorführung selbst beteiligt und gesehen, wie Lehrerinnen den Schulterschluss mit dem Regisseur vollzogen haben in der Überzeugung, dass Inklusion zwar ein hehres Ziel ist, aber praktisch unter den gegebenen Umständen und Bedingungen nicht umsetzbar ist. Deutlich hat sich das gerade in NRW gezeigt, in dem Land, in dem sich unter Rot-Grün die Menschen auf den Weg gemacht hatten, Inklusion umzusetzen. Und ihr wisst alle, wie das ausgegangen ist. Als Grund wird dort auch die Inklusion, das Scheitern der Inklusion genannt. Tatsache ist, dass insgesamt der größte Teil in Deutschland der Schülerinnen mit Förderbedarf immer noch an Förderschulen unterrichtet wird. Und davon machen ungefähr 2/3 der Schülerinnen keinen Schulabschluss. Große Benachteiligungen gibt es aber auch auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen ist mit 13,4% fast doppelt so hoch wie die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Behinderungen. Und dabei wirken sich die ungleichen Chancen zur Teilhabe am Arbeitsleben deutlich auf die Möglichkeit aus, von seinem Lohn auch leben zu können. Und es zeigt sich dabei noch was anderes, dass nämlich Behinderung, Alter und Armut dicht beieinander liegen. Meine eigenen Erfahrungen sagen mir aber, dass trotz UN-Behindertenrechtskonvention und der Ruf nach der Umsetzung der Menschenrechte Inklusion tatsächlich schwer zu realisieren ist. Ja, selbst das einheitliche Streiten von Menschen mit Behinderungen gelingt nur schwerlich.
Und das manifestiert sich auch in vielen Interessenvertretungen in uneinheitlichem Auftreten. Wie kann es auch anders sein, denke ich, in einer Gesellschaft, die auf Leistungsdruck und Profit basiert und eine benachteiligte Gruppe von Menschen gegen eine andere ausgespielt wird, in der bewusst auf Angst gesetzt wird, immer unter dem Motto Teile und Herrsche. Dabei denke ich mal, geht es bei Inklusion weit mehr als um die Umsetzung von Rechten von Menschen mit Behinderungen. Es geht, denke ich mal, um Menschen, um alle Menschen, die in irgendeiner Weise von Teilhabe ausgeschlossen sind. Und gerade weil das so viele Menschen betrifft, sollten wir uns als Linke, denke ich, gerade jetzt im Bundestagswahlkampf ganz klar zur Inklusion bekennen. Aber bevor wir Förderschulen und Werkstätten schließen, und ich möchte dabei betonen, dass ich ganz ausdrücklich für die Überwindung von Sonderstrukturen bin, sollten wir wirklich sehen, wie können wir die Rahmenbedingungen verändern. Ich weiß, meine Zeit ist gleich um. Ich möchte ganz kurz ein paar Dinge noch sagen. Ich denke, wir brauchen eine neue Lernkultur. Wir müssen Werkstätten umgestalten. Wir müssen sie zu Orten machen, in dem es nicht um Leistungsdruck geht, in dem es nicht darum geht, sogar Rüstungsproduktion herzustellen, sondern ja, um einfach ein besseres Leben für alle Menschen. Es ist vorbei. Dankeschön, Margit. Wolfgang Gerke hat das Wort und es bereitet sich vor Renate Schiefer aus Bayern. Liebe Genossinnen und Genossen, ich finde, wir sollten uns zusammen, und zwar alle zusammen, sehr genau den Wahlkampf von Jeremy Corbyn anschauen. Und ich denke, wir sollten auch noch mal genau zurückblicken auf den Wahlkampf von Jean-Luc Mélenchon in Frankreich zu den Präsidentschaftswahlen. Aus beiden Wahlkämpfen können wir eine Menge lernen. Und ich möchte gern, dass wir daraus lernen. Was lernen wir aus einem Wahlkampf, den Jeremy Corbyn aus einer absoluten auswegslosen Situation, aus einer Minderheit heraus geführt hat und vieles gedreht hat? Corbyn hat mit dem Zentrum seiner Politik eine Politik der Verstaatlichung der Schlüsselindustrie gestellt. Haben wir den Mut dazu oder haben wir nicht? Wäre das eine Veränderung in unserem Land, wenn wir das ernst nehmen, was in dem Entwurf des Wahlprogramms steht, dass die Eigentumsfrage eine Schicksalfrage ist? Ja, ich glaube, da entscheidet sich viel dran, wer über welches Eigentum verfügt. Und ich bin dafür, dass wir diesen Impuls aus Großbritannien, die Eigentumsfrage auch im Sinne von Vergesellschaftung, auch in unserem Wahlkampf deutlich nach vorne bringen. Das wäre eine Wahlstrategie, wo wir Stimmen mit gewinnen und nicht verlieren können. Das Zweite, Jean-Luc Mélenchon hat in Frankreich, was gar nicht so einfach war, nicht nur die Frage der Nutzung der Atomenergie mal endlich anders angefasst. Er hat die Frage der NATO aufgeworfen. Der Kurs von Mélenchon war raus aus der NATO. Und das ist ein richtiger Kurs. Und ein solcher Kurs muss auch unser Profil im Wahlkampf hergeben. Ich möchte gerne das von zwei Sachen klar machen. Alle zusammen und miteinander. Entscheidend ist das Profil, mit dem wir in den Wahlkampf gehen. Und entscheidend ist die Glaubwürdigkeit, mit der wir dieses Profil vertreten. Ich möchte null Privatisierung, kein Meter Autobahn und keine öffentliche Daseinsvorsorge. Null Privatisierung. Und ich möchte gern, dass die Menschen in unserem Lande sagen, das ist doch die Partei, die hier kandidiert, die keine Soldaten in Auslandseinsätze schickt. Lasst uns nicht so einen komischen Streit zwischen Kampfeinsätzen und Auslandseinsätzen führen. In den letzten Jahren hat die Bundesregierung keinen einzigen Einsatz als Kampfeinsatz bezeichnet, sondern sprach immer von humanitären Einsätzen etc. etc. Klare Worte im Wahlkampf, klares Profil und Glaubwürdigkeit. Dann kann man diesen Wahlkampf gewinnen und wir sollten uns nicht an diesen komischen Schulz binden, damit absacken, sondern solche Leute wie Jean-Luc Mélenchon und Jeremy Corbyn als unser Vorbild im Wahlkampf sehen. Das hätte ich gerne und das könnte eine erfolgreiche Partei sein. Danke sehr. Danke, Wolfgang, vor allem für das Einhalten der Zeit. Und Renate Schiefer aus dem Landesverband Bayern hat als Nächste das Wort.
Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben ein gutes Wahlprogramm vorliegen und wir werden die nächsten zwei Tage hart arbeiten, um es noch weiter zu verbessern. Und ich würde jetzt natürlich gern sagen, wie wir das verbessern können, aber dazu reicht die Zeit nicht. Aber ich möchte klar machen, dass wir, wenn wir jetzt auch wirklich hart streiten, immer noch nur ein Wahlprogramm haben, das um die 100 Seiten lang sein wird. Aber das ist immer noch Papier. Wir müssen unbedingt den Worten Taten folgen lassen. Und das heißt, dass wir einen wirklich linken und radikalen Wahlkampf führen müssen. Und da kann ich nur sagen, Wolfgang hat es jetzt schön ausgeführt, ich muss es nicht mehr so lang machen, da könnten wir uns wirklich eine Scheibe abschneiden und ein Beispiel nehmen, was in anderen Ländern eben Sanders gemacht hat oder Mélenchon oder jetzt eben Corbyn. Das kann begeistern, wenn man wirklich klare Kante zeigt und klare Worte spricht. Und man kann damit erfolgreich sein. Corbyn lässt grüßen. Nehmen wir uns daran ein Beispiel. Aber jetzt muss ich natürlich schon sagen, dass es überhaupt nicht angeht, dass wir eine sozialistische Partei sind, die gegen Privatisierung sind. Und dann passieren solche Dinge, wie letztens im Bundesrat, dass genau die Privatisierung von öffentlichem Eigentum von linken oder links mitregierten Regierungen mit Ja gestimmt wird. Also da verstehe ich ja die Welt nicht mehr. Also ich sage euch, wir an der Basis, und ich bin an der Basis, wir rackern uns wirklich ab. Ich könnte auch noch drastischere Worte benutzen und ringen um jede Stimme. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Ich komme aus Bayern, da ist es nicht so leicht. Und dann fallen uns die Genossen, die in der Regierungsverantwortung sind, in den Rücken. Also da gehe ich überhaupt nicht mit. Und da sage ich, das ist eindeutig und beispielhaft und lehrbuchartig die Logik der Regierungsbeteiligung. Rot-Rot-Grün oder Regierungsbeteiligung mit den Regierungen, mit den Parteien, die wir jetzt da haben, ist sowas von tot. Und wer darauf noch herumreitet, der, ich weiß auch nicht, hat es nicht verstanden. Ich würde mir wünschen, dass wir uns keine Lauheiten, keine Harmlosigkeiten im Wahlprogramm leisten. Und eine Harmlosigkeit möchte ich noch nennen, die da im Wahlprogramm drinsteht. Und das ist für mich zum Beispiel, wenn da die Rede ist vom Neustart der EU. Neustart, zwei Sätze noch. Neustart, stelle ich mir vor, naja, eine Maschine ein bisschen kaputt, streiche ich neu, repariere ich, fahre ich weiter. Nein, die EU ist ein neoliberales Konstrukt, ein kapitalistisches Konstrukt. Wir müssen die Schienen anders legen und wir müssen woanders hinfahren. So, danke. Danke, Renate. Als nächstes hat das Wort Amit Ramier aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Liebe Genossen und Genossen, in Zeiten wichtiger Wahlkämpfe müssen wir auch ein Stück weit über unser Selbstverständnis diskutieren und nachdenken. Und zu unserem Selbstverständnis gehört es, dass wir das Gegenprojekt sind zu den neoliberalen Opportunisten von SPD und Grünen, die dieses Land in Armut getrieben haben und die dafür verantwortlich sind für die massive Zunahme von Kriegen und Waffenexporten in dieses Land. Wir werden so etwas nicht mitmachen und müssen dafür kämpfen, dass so etwas nicht mehr Normalität ist in diesem Land. Und noch etwas gehört dazu, und zwar die realistische Einschätzung, wie es eigentlich um die politischen Konkurrenten steht. Und wenn wir in einer Situation sind, wo die Parteispitze von SPD und Grüne nicht müde werden, uns zu bekämpfen, sich von uns zu distanzieren und eine Zusammenarbeit mit uns abzulehnen, dann hilft es eben nicht, wenn wir uns ihnen um den Hals werfen. Nein, im Gegenteil, wir haben das überhaupt nicht nötig. Wir sind eine Partei, die immer mit klarer Kante gegen diese Politik dieser neoliberalen Einheitsbreisoße gekämpft hat. Und wir sollten mit unseren Alleinstellungsmerkmalen in diesen Wahlkampf gehen und deutlich machen, dass es noch eine reale soziale Alternative in diesem Land gibt zu diesen Neoliberalen. Und es wurde heute auch schon oft gesagt, Corbyn hat es vorgemacht, mit einem eigenständigen Weg gegen Privatisierung, Sozialabbau und Krieg hat er großartige Erfolge eingestrichen. Und genau das, davon sollten wir lernen. Diesen Weg sollten wir reingehen. Und ich sage es mit Corbyn, for the many,
against the few. Wir sollten einen Weg bestreiten, wo wir uns mit den Reichen und Mächtigen in diesem Land anlegen, für eine kämpferische Linke, die den Mut aufbringt, sich mit den Reichen und Konzernen anzulegen und den Menschen in diesem Land auf diesem Weg wieder Hoffnung macht. Glück auf! Danke, Amit. Als Nächste spricht Judith Bender, Parteivorstand. Liebe Genossinnen und Genossen, wer wie die Linke die Gesellschaft verändern will, der muss doch den herrschenden Konsens in Frage stellen. Einer dieser herrschenden Konsense ist ein Satz wie beispielsweise folgender: Die Europäische Union hat Frieden, universelle Werte und Wachstum gefördert. Ich glaube, wir müssen aktuell in der politischen Lage immer wieder bekräftigen: Frieden im Hinblick auf eine Staatengemeinschaft darf nicht nur bedeuten, dass zwischen ihren Mitgliedern keine kriegerischen Konflikte bestehen, sondern Frieden muss weltweit auch mit allen anderen Ländern bestehen. Und wir müssen doch konstatieren, dass die Europäische Union diesem überhaupt nicht gerecht wird. Die Realität ist, dass das gemeinsame militärische Projekt nun den Kitt der Europäischen Union bilden soll. Juncker sagt, die Europäische Union kann sich nicht mehr leisten, im Windschatten anderer Mächte zu segeln. Und Martin Schulz, der Europäer des Jahres im Übrigen, sagt, wir müssen weltpolitische Supermacht werden. Und ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen dieser Militärunion und dieser Entwicklung hin Europäische Union zum imperialen Akteur Nein sagen. Wir müssen sagen, Kita-Plätze statt Kriegseinsätze und ganz hart gegen diese 2% der NATO und der Europäischen Union mobilisieren. Das ist ein Thema im Wahlkampf für uns als Linke. Wir sitzen heute in Hannover. Diese Woche wurde in Brüssel beschlossen, dass die gemeinsame Kommandozentrale kommt. Es wurde beschlossen, dass ein europäischer Verteidigungsfonds jetzt eingerichtet wird. Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union wird nun aus dem EU-Haushalt Rüstungsforschung betrieben. Und ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind die Partei des Friedens und der Abrüstung, und wir müssen dieses Thema ganz klar besetzen im Wahlkampf. Dazu glaube ich, dass es nicht hilfreich ist, eine unkritische Verteidigung der real existierenden Europäischen Union als kleineres Übel vorzunehmen, sondern das treibt den rechten Wählern zu. Eine Europäische Union, die die Bevölkerung Europas spaltet und Lebensstandards absenkt, ist antieuropäisch und nicht unsere Kritik daran. Lasst mich zuletzt noch sagen, viele Menschen sind ja jetzt besorgt, und viele Menschen wollen etwas gegen diesen stärker werdenden Rassismus und Nationalismus tun und etwas entgegensetzen. Doch wir müssen doch als Linke klar sagen, dass die Politik der Europäischen Union diesen Aufstieg der Rechten den Boden bereitet hat. Und die Linke muss unterscheidbar sein. Und deswegen glaube ich auch, dass wir beispielsweise unsere Plakatlinie, wo es heißt, Europa nicht den Rechten überlassen, dass wir sowas überarbeiten müssen. Wir müssen unterscheiden. Sein. Die beste Solidarität ist, sagt mir mein Genosse aus Griechenland immer, wenn wir zu Hause unsere Kämpfe gewinnen, und damit müssen wir beginnen. Vielen Dank. Danke, Judith. Als Nächstes hat das Wort Tobias Pflüger, auch Parteivorstand. Bitte, liebe Genossinnen und Genossen, lasst das Mikro in Frieden, sonst hängt die Linke schief. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die Außen- und Sicherheitspolitik dieser großen Koalition ist gefährlich, und sie schafft nicht mehr Sicherheit. Und ich will einen Satz sagen, den vielleicht manche wundern, aber es ist einfach so. Es ist auch insbesondere außen- und friedenspolitisch dringend notwendig, dass die Linke so stark ist wie nur irgend möglich. Ich will mal ein paar konkrete Beispiele nennen. Der NATO-Gipfel in Warschau hat 2% Aufrüstung beschlossen. Jetzt wird das durchdekliniert.
Das wird bedeuten mehr Rüstungsprojekte, mehr Rüstungsproduktion, mehr Auslandseinsätze. Und das Ganze wird eine Aufrüstungsspirale immer weiter vorantreiben. Und dann haben wir eine SPD, die ja im Moment gegen sich selber Wahlkampf macht. Herr Schulz, Martin Schulz sagt, das mit den 2%, das wollen wir nicht so. Gleichzeitig geht er nach Potsdam, Geldhof ins Einsatzführungskommando der Bundeswehr und verspricht der Bundeswehr dort mehr Geld. Liebe Genossinnen und Genossen, nein, die SPD scheint hier einmal so zu reden. Wir als Linke sagen klipp und klar, 2% Aufrüstung bedeutet mehr Krieg, mehr Auslandseinsätze. Und wir sagen, statt 2% Aufrüstung sagen wir 100% für Frieden und gegen Krieg. Ein zweites Beispiel. Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt. Genau dieser Satz ist zutreffend. In der Türkei werden deutsche Panzer eingesetzt, in Şişli zum Beispiel, um ganze Dörfer niederzuwalzen. Deutsche Waffen haben dort konkret dafür gesorgt, dass Menschen fliehen, die jetzt hier zum Beispiel wieder Asyl beantragen. Das sind die konkreten Fluchtursachen. Deshalb sagen wir klipp und klar, es muss ein Ende dieser Rüstungsexporte geben und es muss ein Ende der Rüstungsproduktion geben. Und dafür stehen wir als Linke. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Große Koalition schickt die Bundeswehr in alle möglichen Auslandseinsätze, auch in welche, die nicht mal mandatiert sind. Eine Bundeswehr in Litauen hat nicht mal ein Mandat des Deutschen Bundestages. Eine Bundeswehr in Litauen ist unerträglich. Wir haben schon mal deutsche Truppen an der russischen Grenze gehabt. Ich will keine Bundeswehr in Litauen sehen. Ich will, dass diese Bundeswehr von dort aus zurückgezogen wird. Wer profitiert, das sind die Rüstungsunternehmen. Wir hatten vor kurzem hier die Aktionärsversammlung von Rheinmetall. Rheinmetall kauft sich die Politiker eine nach dem nächsten. Zuerst Dirk Niebel, jetzt Franz Josef Jung. Liebe Genossinnen und Genossen, diesen Leuten muss das Handwerk gelegt werden. Deshalb sagen wir, keine Rüstungsexporte, keine Rüstungsproduktion, statt 2% Aufrüstung, 100% für Frieden und gegen Krieg. Danke, Tobias. Das Wort hat Lissi Wott. Ich konnte zunächst nichts mehr sehen. Es hat eine halbe Stunde total gebrannt. Mein Freund hat die Polizei mit dem Schlagstock auf den Arm geschlagen, obwohl wir nichts gemacht haben. Das erzählte ein 19-Jähriger, der zusammen mit vielen anderen vor einer Woche in Nürnberg versucht hat, zu verhindern, dass einer seiner Mitschüler von der Polizei aus der Schule abgeholt wird und nach Afghanistan abgeschoben wird. Das ist ein Beispiel von vielen, die zeigen, dass junge Menschen gesellschaftliche Missstände erkennen, skandieren und sich auch engagieren, dass sie dabei aber immer wieder auf Widerstand und Repression treffen. Zusammen mit diesen Menschen wollen wir als Linksjugend Solid unsere Zukunft gestalten. Wir wollen raus aus der Ungewissheit, raus aus den Unsicherheiten und rein in das schöne Leben. Deshalb fordern wir in unserer Jugendkampagne eine Welt ohne Grenzen, in der jeder Mensch leben kann, wo er möchte. Unter diesem Slogan fordern wir die Wiedereinführung des Grundrechts auf Asyl. Neben diesem antirassistischen Schwerpunkt haben wir uns für die Kampagne auch noch drei weitere Schwerpunkte gegeben. Wir wollen uns unsere Bildung zurückholen. Mit renovierten Schulgebäuden, mit Schulen, in denen alle gemeinsam in ihren Stärken Interessen gefördert werden. Mit Schulen, an denen wir alle gleiche Chancen haben und so lernen können, wie wir das wollen und auch das lernen können, was wir wollen. Wir wollen im öffentlichen Raum nicht mehr als Störfaktor wahrgenommen werden. Wir wollen uns deshalb Freiräume erkämpfen, in denen junge Menschen ihre Freizeit so gestalten können, wie sie das wollen, wie sie sich das wünschen. Wir fordern einen kostenlosen, flächendeckenden, barrierefreien öffentlichen Nahverkehr, der sich an unseren Bedürfnissen orientiert. Und wir wollen selber entscheiden, wo und wie wir wohnen können. Und drittens wollen wir nicht, dass unser ganzes Leben auf Arbeit und Leistungsdruck reduziert wird. Deshalb setzen wir uns für eine ganz neue Verteilung der Arbeit ein. Wir wollen diese Verteilung der Arbeit nicht nur in der Firma neu gestalten, sondern auch im Haushalt. Die 30-Stunden-Woche ist längst überfällig, der faire Mindestlohn auch, aber das sind für uns alles nur erste Schritte. Wir wollen unsere Zukunft nicht von anderen gestalten bzw. verunstalten lassen. Deshalb lautet das Motto unserer Jugendkampagne: Holen wir uns die Zukunft zurück.
Wir sind zahlreich vertreten als Jugendverband hier. Wir haben uns in die Vorbereitung auch eingebracht. In die Programmgestaltung bringen wir uns ein. Wir wollen mit euch ein super cooles Programm ausarbeiten, das auch jugendliche Menschen anspricht und direkt in ihrem Alltag abholt. Und weil ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, schiebe ich noch einen ganz kleinen Werbeblock ein. Alle U35-Jährigen dürfen gerne nachher nach der Tagung zum Jugenddelegiertenplenum kommen. Das findet, wie gesagt, nach der Tagung statt und Treffen ist am Infostand der Linksjugend Solid. Danke. Vielen Dank, Lissi. Und jetzt hat das Wort Christian Gürke, Landesverband Brandenburg. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Grüße aus dem rot-rot regierten Brandenburg. Ich betone das, weil es schon einen Unterschied macht zu Rot-Grün und zu dem, was wir da in Berlin vorfinden. Ein Beispiel: Unsere erste Amtshandlung bestand darin, unsere Polizisten auf Afghanistan zurückzuholen. Und das fragt man mal in Niedersachsen, was ist denn da bei Rot-Grün die erste Amtshandlung gewesen? Und liebe Genossinnen und Genossen, das macht den Unterschied. Brandenburg war auch das erste Land, das ein Bleiberecht für Flüchtlinge eingeführt hat, die Opfer von Gewalt geworden sind. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir haben das Thema frühkindliche Bildung nicht im Wahlkampf erfunden, sondern wir haben das als höchste Priorität schon seit Jahren. Wir haben eine Betreuungsquote von 95%. Ihr könnt mal nach Niedersachsen schauen, wie da unter Rot-Grün die Realität aussieht. Oder das Thema Qualität der Betreuung, mehr Erzieherinnen und Erzieher. Und jetzt kommt der Finanzminister und er sagt mal, wir haben gegen unsere Vorgängerregierung, und zwar schwarz-rot, die Kita-Ausgaben verdreifacht. Das sind die Realitäten. 400 Millionen Euro pro Jahr müssen wir stemmen. Und das ist die Herausforderung. Und dann sind wir natürlich Linke, die sagen, wir reden jetzt mal über die Elternbeitragsfreiheit. Und da sind dann die Schweißstirn natürlich bei einem Landesvorsitzenden, der auch gleichzeitig Finanzminister sind, natürlich dann auf der Stirn. Und dann sind wir natürlich bei der Frage, wer soll das bezahlen? Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, die letzten Freitag die Abstimmung im Bundesrat zur Frage des Länderfinanzausgleiches hat uns die Möglichkeit eröffnet, eben diese Frage auch für uns als Länder positiv zu beantworten. Und der Bund, liebe Genossinnen und Genossen, der Bund, und ich sage, der Bundesfinanzminister hat bald in den Tisch gebissen bei den Verhandlungen, muss uns jährlich den Ländern und Kommunen 9,7 Milliarden Euro überweisen. Und das, liebe Genossen, ist einfach auch mal ein Fakt und den bitte ich einfach auch nicht kleinzureden. Und jetzt, liebe Und das ist auch die Wahrheit. Ohne diese Neuordnung, liebe Genossinnen und Genossen, hätte ich einen nächsten Haushalt nur aufstellen können, wenn es hätte, dann hätten wir uns über Kürzungen unterhalten müssen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Das wäre die Frage, Elternbeitragsfreiheit wäre eine Illusion geworden. Und deshalb, glaube ich, war es gut und richtig, dass wir zugestimmt haben. Aber ich weiß natürlich auch, liebe Genossinnen und Genossen, Christian, mach mal bitte es hat eine sehr viel Kritik gegeben, aber ich bitte euch, einfach uns auch zu verstehen, weil wir im Sinne auch unserer Länder ein paar Entscheidungen treffen mussten. In dieser Frage waren wir erpressbar? Ja, das ist richtig, aber ich bitte, dass wir auch gemeinsam uns verabreden. Es ist nicht die Schuld des Erpressten, der zustimmt, sondern es ist die Bundesregierung, die hier zum Erpresser wurde, weil sie das Ding zusammengekoppelt haben. Und wir sind als Linke ganz klar gegen die Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das hat Bodo erklärt, das habe ich erklärt und das hat auch Klaus erklärt. Und dafür stehen wir in den Regierungen. Vielen Dank. Danke schön, Christian. Ich habe das vorhin an anderer Stelle schon mal gesagt und wiederhole es. Und es bleibt meine Bitte für dieses Wochenende. Je größer möglicherweise der Dissens ist, desto höher ist die Leistung, die wir erbringen müssen in der Diskussionskultur. Und ich bitte davon abzusehen, dass wir uns hier unter Genossinnen und Genossen mit Buhrufen quittieren. Das hat keine politische Kultur, liebe Genossinnen und Genossen. Jetzt hat das Wort Sabine Leidig und es bereitet sich vor Hans-Gerd Öffinger. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin eine von denjenigen, die die Allianz gegen die Infrastrukturgesellschaft bzw. Autobahn GmbH initiiert hat, zusammen mit Gewerkschaftern von Verdi und von den Straßenbau
Bediensteten. Zuletzt ist der BUND noch eingestiegen. Wir haben mit ATTAC und Antiprivatisierungsinitiativen über 260.000 Unterschriften gesammelt, gemeinsam mit Campact, gegen dieses Projekt, weil es im Kern einmal natürlich ein Privatisierungsprojekt ist und zum Zweiten aber ein Projekt, mit dem der Straßenbau auf Dauer gestellt werden soll. Und im Kern ist es ein Projekt, das den sozial-ökologischen Umbau im Verkehr, die Verkehrswende, die dringend notwendig ist, viel, viel schwieriger machen wird. Ich finde, dass unsere Genossinnen und Genossen in den Landesregierungen natürlich unter einem enormen Druck standen. Das muss man anerkennen. Und natürlich ist die Sauerei, dass Wolfgang Schäuble es in dieser Art und Weise zusammengekoppelt hat und damit durchgesetzt hat, dass das Anlagevermögen der Kapitalgesellschaften, der Versicherungskonzerne perspektivisch dort einen Weg findet, sich sozusagen profitabel zu vermehren. Das ist im Kern seine Idee. Und an seiner Seite Dobrindt, dem nichts Besseres einfällt, als Hauptsache Autobahnen bauen und wenn es sein muss, mit noch mehr privatem Kapital. Das sind wirklich unsere Gegner, die wir aufs Schärfste bekämpfen und das auch weiterhin tun werden. Ich halte es dennoch für falsch, dass unsere Genossinnen und Genossen in den Landesregierungen nicht mit Nein gestimmt haben und damit durchgesetzt hätten, dass zumindest die Enthaltung der entsprechenden Länder dabei das Ergebnis gewesen wäre. Ihr hättet damit die Entscheidung gar nicht verhindern können, was schlimm ist. Leider, wir sind zu schwach als Linke. Wir müssen stärker werden, damit wir solche Entscheidungen in Zukunft verhindern. Aber das Symbol ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges. Und wir haben als Parteivorstand auch gemeinsam erklärt, dass wir diese Entscheidung an der Stelle für falsch halten. Selbstverständlich werden wir auch jetzt weiter gegen dieses Vorhaben kämpfen. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern, es ist noch nicht umgesetzt. 2020 soll es sozusagen an den Start gehen. Bis dahin kann noch viel passieren. Ich kann jetzt leider das Thema, zu dem ich eigentlich sprechen wollte, nämlich den sozial-ökologischen Umbau, gar nicht richtig ausführen, aber ich wollte das an dem Punkt noch mal deutlich gemacht haben. Wir müssen, damit wir sozial gerecht für alle wirklich leben können, unsere Produktions- und Lebensweise so verändern, dass wir nicht mehr auf Kosten anderer leben, dass wir nicht mehr die Erdölressourcen, das Eisenerz, die seltenen Erden ausplündern, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden, weil dort Sojaplantagen angelegt werden. Das gilt für den globalen Süden. Und ich glaube, dass wir in dem Kapitel in unserem Wahlprogramm viele sehr konkrete Vorschläge gemacht haben, wie wir diese Lebensweise überwinden können und solidarische Verhältnisse hierzulande, aber auch weltweit voranbringen. Danke. Hans-Gerd Öffinger hat das Wort und danach Janine Wissler. Liebe Genossinnen und Genossen, das Thema Autobahnprivatisierung liegt mir auch sehr am Herzen. Ich habe in den letzten Wochen, wie viele von euch auch, zum Beispiel am 1. Mai im strömenden Regen gestanden und auch viele andere Genossinnen und Genossen animiert, gegen die Autobahnprivatisierung Flagge zu zeigen. Und den Kolleginnen und Kollegen in der Gewerkschaft, die in der SPD aktiv sind, auch mal klarzumachen, was da abgeht. Bei uns haben sogar viele SPD-Mitglieder die Petition am 1. Mai unterschrieben. Und es ist eine spannende Debatte, aber zur Erpressung gehören immer zwei. Einer, der erpresst und einer, der sich erpressen lässt. Beim Bundesparteitag vor drei Jahren, da war der Stargast Alexis Tsipras. Und alle hier haben mit Tsipras Selfies gemacht. Den Namen Tsipras habe ich nicht mehr gehört. Und ich finde, wenn wir jetzt viel über Sanders und Corbyn und Mélenchon reden, zu Recht, müssen wir auch reden, was ist in Griechenland schiefgelaufen und was lernen wir daraus, auch für uns, wenn wir mal hier stärker sind.
Das war, gelinde gesagt, höchst irritierend, was im Bundesrat gelaufen ist. Ich verstehe die Probleme und die Zwänge, aber ein Problem ist, das war ein Sieg für Schäuble, das war ein Sieg für das Kapital, für das parasitäre deutsche Finanzkapital. Wir müssen das auch beim Namen nennen. Das war eine Mega-Privatisierung. Und ein guter Freund von mir, der in der Privatisierungskampagne auch führend tätig war, wie Sabine und viele andere, der nicht Mitglied unserer Partei ist, der hat gesagt, ihr habt euch da ein Eigentor geschossen nach dem guten Auftritt vom Sarah am Donnerstag im Bundestag. Im Bundesrat habt ihr ein Eigentor geschossen, gewollt oder nicht. Und ein Problem ist, guckt mal im Internet nach, die rechten Rattenfänger in diesem Lande, die sagen jetzt, die Altparteien verscherbeln das Volksvermögen. Die meinen damit auch uns. Und leider ist der Eindruck jetzt da. Ich hoffe, dass er nicht sehr stark wirkt. Und ich hoffe, dass wir alles tun, um den Eindruck wieder wegzuwischen bis zur Bundestagswahl. Aber es ist wichtig, dass wir unser Profil schärfen. Es gibt hier einen Antrag, auch hier im Antragsheft von meinem Kreisverband Wiesbaden, der sagt, und das sollten wir noch mal beschließen, im Bundestag und Bundesrat prinzipiell gegen jede Form der Privatisierung Flagge zeigen. Und ich bin der Meinung, dass wir im Interesse, also wenn es so ist, dass Banken und Versicherungen privatisieren wollen, weil sie sonst keine anderen Anlagemöglichkeiten sehen für diese Milliarden und Abermilliarden, die sie durch Riester-Rente und andere Dinge angehäuft haben. Wenn das so ist, dann brauchen wir keine Privatisierung im Interesse der Banken und Versicherungen, sondern dann müssen Banken und Versicherungen in öffentliches Eigentum überführt und unter demokratische Kontrolle gestellt werden. Das muss unsere Botschaft sein. Kommst du bitte zum Bundestagswahlkampf. Und einige haben schon gesagt, wir können unendlich viel lernen von Corbyn, von Sanders und von Mélenchon. Hans-Gerd, das sind übrigens keine geschniegelten Juppies. Das sind ältere Herren im Rentenalter. Aber es kommt nicht auf das Äußerliche an, sondern es kommt auf die Inhalte an. Die klare Botschaft, die Sie gebracht haben. Wir danken dir sehr herzlich, Hans-Gerd. Deine Redezeit ist weit überschritten. Tut mir leid, du musst jetzt leider das Redepult räumen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und danke an die Herren von der Security für die Kulanz. Ich habe meinen Delegiertenausweis am Platz vergessen. Ich durfte trotzdem reden. Herzlichen Dank. So sind wir. Janine hat das Wort und danach Helmut Scholz. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte ein anderes Thema ansprechen, das schon zu Beginn dieser Debatte Thema war. Seit Dezember wurden bei den Sammelabschiebungen nach Afghanistan über 100 Menschen abgeschoben. Und ich finde, das sollte, und das gibt ja auch einen Antrag dazu, ich finde, dass von diesem Parteitag auch ein Signal ausgehen sollte, dass diese Abschiebungen nach Afghanistan unmenschlich sind und dass wir einen sofortigen Abschiebestopp brauchen, liebe Genossinnen und Genossen. Der Anschlag in Kabul in der letzten Woche hat einmal mehr gezeigt, dass Afghanistan eben nicht sicher ist. Und gerade bei Afghanistan zeigt sich einmal mehr, wie verheerend die Kriegseinsätze von der Bundeswehr und NATO sich auswirken, weil Bomben eben niemals zu Frieden führen, sondern immer zu mehr Hass, zu mehr Terror und zu mehr Elend, liebe Genossinnen und Genossen. Letztes Jahr gab es in Afghanistan 11.500 tote und verletzte Zivilisten, davon ein Drittel Kinder. Und ich finde die Aussage des Bundesinnenministers de Maizière, der sagt, Zivilisten seien zwar Opfer in Afghanistan, nicht aber Ziel, diese Aussage ist derartig zynisch und überhaupt nicht angemessen angesichts des Leids, das diese Menschen dort erleben, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen, diese Sammelabschiebungen sind nichts anderes als ein Zugeständnis nach rechts außen, ebenso wie die Verstümmelung des Asylrechts, das wir in den letzten Monaten erlebt haben. Was die Große Koalition gemacht hat, ist, dass rechtspopulistische Parolen in Gesetze gegossen wurden. Damit hat man nicht der AfD und den Rechten das Wasser abgegraben. Ganz im Gegenteil, damit macht man sie erst stark. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Linke diese Asylrechtsverschärfung allesamt abgelehnt hat, liebe Genossinnen und Genossen.
Der Kampf für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus gehören untrennbar zusammen. Gerade in einer Zeit, in der es letztes Jahr alleine 3.500 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben hat, in der der Rechtsterrorismus erstarkt, in dem wir erfahren, dass ein rechtsradikaler Bundeswehroffizier offensichtlich Terroranschläge geplant hat. Gerade in so einer Zeit ist es wichtig, dass wir deutlich machen, der Kampf für soziale Gerechtigkeit und Rassismus gehört zusammen. Und ein letzter Satz. Ich finde, dass die Schülerinnen und Schüler in Nürnberg, die sich schützend vor ihren Mitschüler gestellt haben, der abgeschoben werden sollte nach Afghanistan, diese Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, was Zivilcourage und was Solidarität ist. Und die Linke muss die Partei sein, die Ansprechpartner ist für genau diese Menschen. Vielen Dank. Dankeschön, Janine. Helmut hat das Wort und danach Annemarleen Schade aus Nordrhein-Westfalen. Liebe Genossinnen und Genossen, dieser Bundestagswahlkampf wird wohl der europäischste sein, den wir je geführt haben. Europa in all seiner Vielfalt und seinen Widersprüchen wird uns begleiten, auf den Straßen, auf den Plätzen. Und wir müssen Argumentationen finden, wie wir diese soziale, friedliche, ökologische, emanzipatorische und friedliche Europa erklären. Wie wir unsere Wege, unsere Alternativvorschläge an den Mann, an die Frau, an die Jugendlichen bringen. Und ja, Wolfgang, Jeremy Corbyn hat mit seinem Wahlkampf deutlich gemacht, es geht nicht nur um den Brexit, es geht um das soziale Ausgestalten des britischen Alltags für die Menschen dort auf der Insel und im Norden Irlands. Und genau damit ist es ihm gelungen, die europäische Frage, den Brexit, mit den gesellschaftlichen Herausforderungen, die auf der Insel stehen, zu verbinden, also mit dem Nationalen. Und deshalb glaube ich, müssen wir auch im Wahlkampf ganz deutlich sagen, Europa ist nicht Brüssel oder Straßburg oder nur der EU-Rat, der zusammensitzt. Europa sind wir. Wir müssen deutlich machen, dass wenn wir nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse hier in Deutschland verändern, auch durch unsere Angebote auf der nationalen Ebene, das, was wir im Bundestagswahlprogramm beschließen werden, rüberbringen und dann deutlich machen, das, was wir hier verändern, hat auch Veränderungen in Griechenland oder in Portugal oder in Estland oder in Irland und auf der Insel mit zur Folge. Und das, glaube ich, ist die eigentliche Herausforderung an uns, wenn wir, und das finde ich gut, uns auch in diesem Bundestagswahlprogramm deutlicher als bislang europapolitisch verständigen, wie dieses soziale Europa aussehen soll. Und der Brexit zeigt die ganze Fragilität der Entwicklung in der EU. Nicht nur in Irland, sondern auch in Gibraltar zeigt sich, dass diese Frigalität sich auch auf das friedliche Miteinander in der EU erstreckt. Der Brexit ist letztlich das Ergebnis einer 25 Jahre währenden Komplizenschaft. Dem Vereinigten Königreich seit Margaret Thatcher ging es immer darum, die Durchsetzung neoliberaler Marktmechanismen zu gewähren. Und wir konnten zusehen, dass die Regierenden in den Hauptstädten der EU Beifall geklatscht haben und das mit aufgenommen haben. Daher müssen wir Europapolitik durch die Veränderung der nationalen Politik neu gestalten und so das Projekt auch auf neue Gleise, wie gesagt wurde, setzen. Aber gemeinsam mit anderen, im Zusammenwirken mit unseren französischen Genossinnen und Genossen von der FDP bis zur France Insoumise, bis zum Vereinigten Königreich, mit der Labour-Partei, aber auch mit der Linken in Großbritannien, die bislang nicht den Weg zur Labour-Partei gefunden hat, aber gedrückt hat. Und ich glaube, das ist die eigentliche spannende Herausforderung für uns, wenn wir uns europapolitisch auf den Weg machen. Danke. Dankeschön. Annemarleen hat das Wort und danach Wolfgang Rothe aus Hessen. Ja, guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bin Annemarleen Schade, Delegierte Nummer 444 und aktiv in der Sozialistischen Alternative und außerdem Mitglied bei der AKL und auch im Bundesarbeitskreis Revolutionäre Linke in der Linksjugend Solid. Ich komme aus Aachen
und Aachen liegt in NRW und deshalb möchte ich auch über den Wahlkampf dort reden. Im Wahlkampf war die soziale Frage im Vordergrund. Das bezog sich vor allem auf Wohnraum, Mobilität, Bildung und Mindestlohn. Aber ein Thema hat mir da total gefehlt und das war der Antirassismus. Dabei hat gerade dieser Punkt viel Potenzial und wir sollten uns trauen, das auch mal auf unsere Wahlplakate zu drucken. Ein Antirassismus, der die soziale Frage mit aufnimmt, ein besseres Leben und Bleiberecht für alle fordert und das Geld dafür bei den Reichen holt. Wir befinden uns in Zeiten, wo RechtspopulistInnen Aufwind bekommen, weil sie finanziell Benachteiligte und Geflüchtete gegeneinander ausspielen. Statt die Sozialkürzungen und die fehlenden Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, Bildung und Soziales sollen Geflüchtete schuld sein an Arbeitslosigkeit und schlechten Lebensbedingungen. Und die Linke ist die einzige Partei, die glaubhaft antirassistisch ist. Nur sie lehnt konsequent Asylrechtsverschärfungen und Kriegseinsätze ab, welche Fluchtursachen schaffen. Und gerade deshalb müssen wir dieses Profil nach außen tragen. Die GenossInnen in Köln-Kalk haben das gemacht und zusätzlich zum Landesmaterial eigenes Material herausgebracht. Außerdem gehörten die Blockaden des AfD-Bundesparteitages fest zur Wahlkampfstrategie. Am Wahltag holten sie dann 17% in ihrem Wahlteil, also weit über den 4,9 des Landesdurchschnitt. Geschadet hat der Antirassismus also offensichtlich nicht. Deshalb lasst uns daraus lernen. Lasst uns mutig sein und für den Bundeswahlkampf ein klares Zeichen setzen gegen Nationalismus, gegen Rassismus und sozialer Bau- und Abschiebung. Das geht nur als glaubwürdige Opposition und nicht zusammen mit denen, die die Situation für die Menschen in diesem Land so verbockt haben. Lieber ehrliche Opposition als mit den etablierten Parteien, die Hartz IV zu verantworten haben, abschieben, kürzen und privatisieren und die Linke kaputt regieren. Wolfgang Rothe hat das Wort und danach Ulrike Detjen aus NRW. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe keine Rede vorbereitet, sondern ich will nur zu zwei kurzen Punkten etwas sagen, die mir besonders wichtig sind. Das erste ist, welche Signale sollen von diesem Parteitag ausgehen? Ich denke, das wichtigste Signal muss sein, die Linke ist die Friedenspartei und das muss jeder mitbekommen. Das zweite Signal ist, die Linke ist weiterhin die Antiprivatisierungspartei. Das muss weiter unser Programm sein, davon dürfen wir nicht abweichen, obwohl also jetzt genau vor einer Woche etwas ganz anderes passiert ist. Die Linke muss eindeutig als Friedenspartei erkennbar sein und deshalb plädiere ich dafür, dass das Friedenskapitel direkt hinter der Präambel eingefügt wird, weil auch in der Präambel schon ganz viel auf dieses Friedenskapitel oder auf die Notwendigkeit zum Frieden hingewiesen wird. Wir befinden uns im Moment in einer weltweiten Aufrüstungsspirale und deshalb müssen wir deutlich machen, dass die Linke die Friedenspartei ist. Ich zitiere mal Willy Brandt. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Das ist ein ganz wichtiges Wort von Willy Brandt. Wir müssen weiterhin eindeutig als Antiprivatisierungspartei erkennbar sein. Gerade vor einer Woche hatte ich eine Art Déjà-vu. Ich dachte, das war alles längst vorbei. Wir haben also dicke Fehler gemacht Anfang der 2000er Jahre, wo wir Wohnungsbestand, Wasserwerke privatisiert haben und hatten hinterher keinen Einfluss mehr. Wir bereuen es heute zutiefst in Berlin, dass also der öffentliche Sektor so schmal geworden ist, dass wir also in dem Sinne darüber auch nicht mehr die Mieten irgendwie beeinflussen können. Ja, im Gegensatz dazu sind sogar noch Gewinngarantien für die Wasserwerke gegeben worden. Das darf alles nicht sein. Was sind die Folgen von Privatisierung? Bei privatisierten Unternehmen sinken zuerst die Löhne, die Kosten aber steigen. Das, was also wir zu bezahlen haben, das steigt, aber auch die anderen Kosten steigen auch. Und zum Schluss sprudeln aber nur die Gewinne.
Und deshalb meine ich, die Linke muss weiterhin als eindeutig Friedens- und Anti-Privatisierungspartei sein. Dankeschön. Dankeschön. Bevor wir zum nächsten Redner oder Rednerin kommen, will ich darauf hinweisen, zum einen, dass sich ein Sony-Smartphone angefunden hat, beziehungsweise herren- oder frauenlos rumlag. Es kann bei uns abgeholt werden. Und zweitens ist eben das Europakapitel, also der fehlende Teil des Abstimmungsheftes, verteilt worden in den Reihen. Und vielleicht könnt ihr mir mal anzeigen, wer hat denn keinen ergänzenden Teil zum Abstimmungsheft bekommen? Dann versuchen wir das noch zu organisieren. Okay, also auf den Plätzen des Parteivorstandes zum Beispiel fehlt noch das Heft. Das ist natürlich gar nicht gut. So, Ulrike, du hast das Wort und danach Sascha Stanicic. Ich lasse die Mikros in Ruhe. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen war die letzte Wahl vor der Bundestagswahl. Es ist das größte Bundesland. Wir wissen alle, dass es die Linke nicht geschafft hat, in den Landtag einzuziehen. Das Wahlergebnis ist aus meiner Sicht gemischt in verschiedener Hinsicht. Wir haben einen Erfolg errungen, weil wir unsere Stimmenzahl gegenüber dem desaströsen Ergebnis 2012 mehr als verdoppelt haben. Wenn wir aber gucken, wie ist das gegenüber 2010, sehen wir sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben in 10 Städten und Gemeinden 32.000 Stimmen gegenüber 2010 dazugewonnen. Im Ruhrgebiet, darunter auch in Dortmund, das ist aber die einzige Ruhrgebietsstadt, und in anderen Städten und im ländlichen Raum 52.000 Stimmen verloren. So kommt die Differenz von 20.000 gegenüber 2010 Stimmen weniger zustande. Ich finde, dass wir uns das in Nordrhein-Westfalen auch noch mal in Ruhe und länger angucken müssen. Wir haben aber jetzt eine Ausgangslage für die Bundestagswahl, die nicht so besonders toll ist. Sie ist nicht so schlimm, wie sie hätte auch sein können, aber sie ist so lala. Ich lerne für die Bundestagswahl daraus. Wir dürfen uns und wir kriegen eine schwarz-gelbe Regierung, die wir im Moment kommen so die ersten Sachen durch, was in den Koalitionsverhandlungen vereinbart wird. Da werden wir uns noch umgucken. Ich lerne erstens, wir dürfen uns in unserer Kritik nicht auf SPD und Grüne beschränken, sondern müssen CDU und FDP unbedingt mit in die Kritik nehmen und müssen der AfD nicht das Sammeln von Proteststimmen antragen. Das tun sie nicht. Diese Partei ist angetreten mit einem rassistischen Profil. Spätestens in Nordrhein-Westfalen nach dem Parteitag war klar, was das für eine Partei ist. Und wenn sich dann 7% der Wählerinnen und Wähler trauen, sie zu wählen, wenn es nicht mehr verpönt ist, so etwas zu wählen, dann haben wir es mit einer Rechtsentwicklung in der Gesellschaft zu tun, auf die sich auch die Linke einstellen muss und gegen die wir eine erfolgreiche Strategie entwickeln müssen. Ich hoffe, dass dieser Parteitag dazu einen Beitrag leistet. Wir werden das bis zur Bundestagswahl nicht umkehren können, aber wir haben Ansätze in diesem Wahlprogramm, mit denen wir das schaffen können. Danke. Dankeschön, Ulrike. Sascha hat das Wort und danach Katina Schubert aus dem Landesverband Berlin. Liebe Genossinnen und Genossen, ich war gestern in einer Buchhandlung und da ist mir ein Buch von Oskar Lafontaine in die Hand gefallen, das den Untertitel trägt: Politik braucht Prinzipien. Ich bin mir sicher, dass diese Aussage Konsens hier im Saal ist. Ich war mir aber eigentlich auch sicher oder dachte, dass Ablehnung von Privatisierungen zu einem Prinzip unserer Partei gehört. Und ich finde, dass die Entscheidung der drei Länder, der drei Landesregierungen mit linken Beteiligungen, der Autobahnprivatisierung zuzustimmen, durch nichts zu rechtfertigen ist. Und ich will die Frage stellen, wenn immer von Erpressung gesprochen wird, was wäre denn passiert, wenn ihr dem nicht zugestimmt hättet? Ich glaube, dass
diese Erfahrung vielmehr zeigt, wohin Koalitionen mit pro-kapitalistischen Parteien, konkret mit SPD und Grünen, führen, dass unsere Prinzipien nämlich zur Verhandlungsmasse werden. Und dass linke Regierungspolitiker sich dann auf einmal in einer Position befinden, in denen sie sich mehr dieser Regierung und diesem Staat verpflichtet fühlen, als den Lohnabhängigen und sozial Benachteiligten, deren Interessen wir eigentlich vertreten wollen und was die einzige Existenzberechtigung dieser Partei ist, diese Interessen zu vertreten. Denn anders kann ich die Aussagen von Bodo Ramelow nicht interpretieren, wenn er auf einmal davon spricht, dass er Solidarität mit den Ländern üben wollte. Als ob es in den Bundesländern keine Klassen gäbe, als ob es in den Bundesländern kein Oben und Unten gäbe. Es ist doch nicht unsere Aufgabe, mit Landesregierungen, denen ein Horst Seehofer oder ein Winfried Kretschmann vorstehen, solidarisch zu sein. Unsere Aufgabe ist es doch, solidarisch zu sein mit denen, die von der Autobahnprivatisierung betroffen, und zwar negativ betroffen sein werden, Genossinnen und Genossen. Katja hat in ihrer Rede heute gesagt, wir dürften uns nicht auf Opposition beschränken. Das würde uns klein machen. Und sie hat gesagt, die Offenheit für Rot-Rot-Grün, die würde Mut machen zu grundlegender gesellschaftlicher Veränderung. Liebe Katja, in einer kapitalistischen Gesellschaft, da gehört der größte Mut immer noch dazu, laut und deutlich Nein zu sagen. Wir müssen Mut machen. Wir müssen Mut machen, Menschen sich in den Widerspruch zu begeben zu dieser Gesellschaft, zu streiken, zu demonstrieren, Zwangsräumungen zu verhindern. Und wer glaubt, dass man mit SPD und Grünen diesen Mut machen kann, der lebt wirklich in Wolkenkuckucksheim. Es ist doch völlig klar, dass wir keine 10% unseres Wahlprogramms mit SPD und Grünen umsetzen könnten. Und deshalb bedeutet es, wenn wir den Weg in solche Koalitionen gehen, das Wahlprogramm zur Verhandlungsmasse zu machen. Und deshalb heißt ein Festhalten an dem Wahlprogramm, dass wir den Weg in die Opposition gehen müssen. Und ich möchte erinnern an den alten Leitspruch der PDS: Veränderung beginnt mit Opposition. Das ist die Situation, in der wir uns heute gesellschaftlich befinden. Und wenn wir das machen, werden wir eine starke Arbeiterbewegung, eine starke Linke aufbauen können, die uns eines Tages in die Regierung bringt, aber nicht als Juniorpartner von prokapitalistischen Parteien, sondern als Partei, die sozialistische Veränderung auf den Weg bringen kann. Dankeschön. Das Wort hat Katina Schubert und danach Panagiotis Tsianakas aus Hessen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das passt ja ganz gut. Was braucht am meisten Mut? Mut braucht nicht nur zu sagen, was man sich wünscht. Mut braucht vor allen Dingen zu sagen, was man verändern will und was man verändern kann. Und als Landesvorsitzende in Berlin sage ich euch, wir haben eine ganze Menge angepackt, was wir verändern. Wolfgang Gerke hat hier vorhin gesprochen, wir müssen die Eigentumsfrage stellen, so wie Jeremy Corbyn in Großbritannien. Wir tun das in Berlin. Und wir stellen die Frage nicht nur, sondern wir verstaatlichen. Wir hatten jetzt gerade wieder ein Beispiel, wo ein großer Gebäudekomplex verkauft werden sollte, der Gentrifizierung Vorlauf bringen sollte, das sogenannte NKZ, mitten in Kreuzberg, mitten in Berlin. Wir haben es gekauft über die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Schluss mit Gentrifizierung. Aber Rekommunalisierung ist angesagt. Und was brauchen wir für sowas? Dafür brauchen wir Geld. Das Land Berlin steht jetzt vor Doppelhaushaltsberatungen. Und da reden wir über richtig viel, was wir alles erreichen wollen, wofür wir einen Koalitionsvertrag haben und wofür wir als Linke in Berlin angetreten sind im Jahr 2016 und einen Wahlkampf gewonnen haben. Da reden wir zum Beispiel über die Ausführungsvorschrift Wohnen. Das heißt, wir wollen verhindern, dass Menschen zwangsumziehen müssen, die im Leistungsbezug sind. Da reden wir über zweistellige Millionenbeträge. Wir reden über die schnelle Integration, Wege in die Gesellschaft für geflüchtete Menschen in Berlin. Und wir haben viele in Berlin. Auch hier reden wir über zweistellige Millionenbeträge. Wir reden über die Sanierung der Schulen. Da sind wir schon bei dreistelligen Millionenbeträgen. Wir reden über die Sanierung der Infrastruktur. Auch da sind wir bei dreistelligen Millionenbeiträgen. All das können wir nur leisten und stemmen, wenn die Mittel aus dem Länderfinanzausgleich auch ins Land Berlin fließen. Und ich bin völlig bei der Kritik derjenigen, die sagen, die Privatisierung der Autobahnen sind ein grober Fehler. Das teilen wir.
Und deswegen hat das Land Berlin, genauso wie das Land Thüringen und das Land Brandenburg, den Vermittlungsausschuss im Bundesrat angerufen, um genau das zu erreichen, nämlich dass diese Abstimmungen voneinander getrennt sind. Wir wollen diese Privatisierung genauso wenig wie die Bundestagsfraktion, wie der Parteivorstand, wie jeder andere hier in diesem Saal. Aber wir hätten unsere Senatorinnen und unseren Senator und Bürgermeister, die ja hoffentlich gleich noch zu Wort kommen, zwingen müssen, im Kabinett auch Nein zum Länderfinanzausgleich zu sagen, wenn wir das Land Berlin in die Enthaltung treiben wollen. Und das hätten wir niemals durchhalten können. Da wären wir nackt durch die Stadt getrieben worden. Weil all das, wofür wir gewählt worden sind in Berlin, hätten wir nicht mehr umsetzen können, wenn uns immer wieder gesagt worden wäre, ihr könntet ja locker auf 490 Millionen verzichten, wenn ihr Nein sagt zum Länderfinanzausgleich. Wir schaffen in Berlin eine Menge und wir zeigen, dass Regieren auch funktionieren kann. Und wir haben da viele Konflikte mit SPD, Rot-Grün, aber vielmehr mit der rechten Opposition, die jetzt Bürger begehren für mehr Videoüberwachung, Bürger begehren für Tegeloffenhaltung, für mehr Flugverkehr macht. Das ist die Politik, gegen die wir uns wehren müssen, die der Bundesregierung, die der CDU, die der FDP und vor allem die der AfD. Und dazu müssen wir zusammenstehen, wenn dieser Bundestagswahlkampf erfolgreich werden soll, dann nicht, wenn wir uns hier zerfleischen. Dankeschön. Das Wort hat Panagiotis Tsianakas und es bereitet sich vor Marika Tendler-Valenta. Ja, Kalispera, liebe Genossen, liebe Genossinnen. Immer mehr Menschen haben in diesem Lande einen befristeten Job. Insbesondere junge Menschen hangen sich von einem befristeten Job zum nächsten. Deswegen Befristung stoppen. Wir haben einen neuen Rekord bei der Leiharbeit. Schon 1 Million Leiharbeiter und es werden immer mehr. Besonders in der Dienstleistungssektor. Das heißt, 1 Million Menschen. Das heißt, 1 Million Menschen können nicht sicher planen. Täglich leben sie mit der Angst, gekündigt zu werden. Dazu kommen noch die Werkverträge. Immer mehr Betriebe sourcen aus und unterlaufen die guten Tarifverträge. Deswegen Leiharbeit und Werkverträge verhindern, liebe Genossinnen und Genossen. Zum Thema Ausbildung. 41.000 Stellen sind im Jahr 2015 unbesetzt geblieben. Das ist der höchste Stand seit 1996. Und seit Jahren hören wir die Betriebe immer mehr und immer mehr Rekorde, wo die einfahren, immer mehr Gewinne für die Betriebe. Über 282.000 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete Bewerber erhielten keinen Ausbildungsplatz. Hinzu kommt, dass nur noch jeder fünfte Betrieb ausbildet. Besonders werden Migranten und Hauptschüler vernachlässigt. Wir brauchen endlich eine solidarische Umlagefinanzierung, die alle Betriebe in die Pflicht nimmt. Ein anonymes Bewerbungsverfahren, das jeder und jede die gleichen Chancen bietet auf eine Ausbildung. Und endlich eine Mindestausbildungsvergütung, die zum Leben reicht. Dankeschön, Frau Dichter, und schönen Abend noch, liebe Genossen und Genossinnen. Dankeschön. Marika hat das Wort und Thies Gleis bereitet sich vor. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich bin im Jahr 1984 geboren. Da war die Idee eines gemeinsamen Europa bereits einige Jahre alt. Das war das Jahr, in dem Margaret Thatcher den sogenannten dritten Rabatt durchsetzte. Die damalige Situation war verfahren. Großbritannien hatte von 1979 bis 1984 alle Beschlüsse des Europarates boykottiert. Thatcher verlangte den Zweidrittelrabatt und bekam ihn schließlich. Schon damals gab es einen Sonderweg Großbritanniens unter neoliberalen Vorzeichen. Dieser nationale Egoismus hat sich fortgeführt und gipfelte letztendlich im Brexit. Doch die Welt hat sich im Vergleich zu 1984 weiterentwickelt. Kein Staat ist mehr imstande, die großen politischen Herausforderungen der Zukunft allein zu bewältigen. Man muss schon sehr weltblind sein, um nicht sehen zu können, dass alles, womit wir uns politisch auseinandersetzen, keine nationalen Grenzen kennen. Nahrungsketten, die Kapital- und Finanzströme, die Migrationsbewegungen, die ökologischen Probleme, der Terror und natürlich Fragen, die das Internet betreffen. Von 2011 bis 2014 war ich im Europäischen Parlament tätig und hatte wesentlichen Einblick in die Verfahrensweise auf europäischer Ebene.
Daher bin ich überzeugt, einen großen Anteil an den Defiziten der EU sind Folge des Widerstands der Nationalstaaten. Man sollte aber meines Erachtens nicht nationale Interessen gegen die EU ausspielen, sondern man muss den aktuellen Zustand der Europäischen Union radikal kritisieren, indem man als Messlatte die Idee der Gründungsgeneration verwendet. Nach den großen Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nach Millionen Opfern, den größten Menschheitsverbrechen bis hin zu Auschwitz, war es ein Vernunftsschluss der Gründungsgeneration zu sagen, wir können nachhaltigen Frieden nur durch die Überwindung der Nationen garantieren. Gegenwärtig aber findet sich aber nicht nur eine Renationalisierung in Deutschland, sondern überall auf dem Kontinent erstarken nationalistische Parteien und Bewegungen, die vehement weniger Europa fordern. Zu keinem Zeitpunkt seit Beginn des europäischen Integrationsprozesses schien die Umkehrung und damit ein Schritt zurück ins Mittelalter, wie Lothar Bisky einst formulierte, möglicher als heute. Gleichzeitig können wir verschiedene Integrationsgeschwindigkeiten der Mitgliedsländer feststellen. Wir brauchen daher eine ökologisch nachhaltige und sozial integrative Entwicklung in Europa. Dabei besteht aber zum Beispiel ein Problem in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche den wirtschaftlichen Grundrechten Vorrang vor den personellen und sozialen Grundrechten gibt. Dies, liebe Genossinnen und Genossen, ist eine Zumutung gegenüber einer ökologisch-sozialen Umstrukturierung der EU. Ich gehöre einer Generation an, die nie Krieg miterleben musste. Ich gehöre einer Generation an, deren Kinder nie Krieg miterleben mussten. Hoffe ich zumindest. Daher ist es für mich klar, dass die nationale Ebene keine Rolle für meine Identität spielt. Die nationale Frage oder Antwort ist die falsche Antwort. Vielen Dank. Thies hat das Wort und Anke Hofmann-Dumke bereitet sich vor. Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich hoffe, meine Stimme hält die paar Minuten durch. Ich bin jetzt seit der allerersten Sekunde der Partei Die Linke dabei und ich habe mich bei jedem Parteitag, bei jeder Gelegenheit, wo eine Aussprache der Delegierten gewünscht war, zu Wort gemeldet und meinen Namen in die Lostrommel geworfen. Heute habe ich zum ersten Mal Glück. Und ausgerechnet heute muss ich meinen Redebeitrag mit einer tief traurigen Nachricht beginnen. Alle ganz gefasst sein, liebe Genossinnen, liebe Genossen. Rot, Rot, Grün ist tot. Mause tot. Mause tot. Wer es mit Leben erwecken will, beginnt und er betreibt einen sehr merkwürdigen Kult. Und wer sich darauf ausbreiten will, der begeht sogar Nekrophilie. Und das ist, glaube ich, in Deutschland ein Straftatbestand. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wer sich in diesem Lande gegen Abschiebungen auf die Straße setzt, wer gegen Leiharbeit in den Betrieben kämpft, wer für einen Mindestlohn ohne Ausnahmen ist, wer gegen Werksverträge ist, wer für sichere Renten ist, der hat als allerersten Ansprechpartner der Gegenseite einen sozialdemokratischen Minister oder eine sozialdemokratische Ministerin. Wer heute erzählt, Merkel muss weg und alles wird gut, der lügt sich was in die Tasche, dass es nur noch so kracht. Es war ja auch nicht so, dass die sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister, dass die sich sozusagen mit Acht und Krach dagegen gewehrt haben, dass Frau Merkel immer Dienstanordnung erlassen musste, dass sie sogar mal Minister austauschen musste, um ihren Kurs durchzusetzen, dass sie ihre Richtlinienkompetenz irgendwie anwenden musste. Nein, es war gewollte sozialdemokratische Politik und die muss abgewählt werden, genauso wie Merkel abgewählt werden muss. Liebe Genossen, Jürgen, Rot-Rot-Grün ist tot und das ist gut so. Und ich möchte euch zum Schluss noch etwas sagen. Da knüpfe ich an viele, viele Redebeiträge hier an und ich habe heute Morgen den Wunsch geäußert, ich möchte, dass in dieser Aussprache bei jedem Redebeitrag das Thema Autobahn rankommt. Und ich sage euch, die Entscheidung zur Autobahn war ein Anschlag gegen die Glaubwürdigkeit und wir werden Mühe haben, die zurückzuweisen. Und lasst mich einen halben Satz sagen gegen den temperamentvollen Auftritt von Katina hier.
Wir haben sehr gute Leute, die ziehen jetzt von durch Land zu Land und sagen, wir haben ein perfekt austariertes Finanzsystem, wie wir alle unsere Reformforderungen finanzieren wollen. Noch keiner ist oder keine ist auf die Idee gekommen, zu sagen, 9 Milliarden mehr für die Länder müssen dadurch aufgebracht werden, dass der Finanzminister die Autobahn privatisieren kann. Mehr Geld für die Länder ist gut, aber ist auch da, wo es zu holen ist, bei den Reichen. Vielen Dank. Das Wort hat Anke Hofmann-Lumke und es bereitet sich vor Jüel Khatib von der Linksjugend Solid. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin sehr froh, dass wir alle Mitglied einer pluralen Partei sind und die Debatte vor mir hat mir 3 Steilvorlagen gegeben, die ich gerne noch mal aufnehmen möchte. In Thüringen lebt Rot-Rot-Grün noch. Das hängt sicher auch davon ab, was die Wählerinnen und Wähler bis 2019 mit uns gemeinsam gestalten wollen. Der Bundestagswahlkampf hat auch in unserem rot-rot-grün regierten Ländle schon lange begonnen. Er ist eröffnet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Ständen unterwegs bin, sagen mir immer noch sehr viele Menschen, es ist doch total egal, wer regiert. Es ändert sich doch sowieso nichts. Bei uns ist das ein bisschen anders. Seit 2014 arbeitet, und das wisst ihr alle, in Thüringen eine rot-rot-grüne Landesregierung unter Leitung von Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten. Und ich kann euch versichern, diese Landesregierung und auch die Mehrzahl unserer Mitglieder im Landesverband teilen diese Auffassung einfach nicht. Die gesellschaftlichen Herausforderungen, dazu ist heute auch schon sehr, sehr viel gesprochen worden, haben sich auch bei uns seit 2014 noch mal deutlich verändert. Aber auch Handlungsspielräume. Und ich glaube, alle, die wir hier im Raum sind und Politik jeden Tag mitgestalten wollen, müssen sowohl die Chancen als auch die Risiken erkennen, die in politischer Arbeit nun einmal liegen. Wir sind aus einer starken Oppositionsfraktion damals im Thüringer Landtag gestartet und haben uns an Wahlen beteiligt. Und meine Meinung seit vielen, vielen Jahren, ich bin seit 1984 Kreistagsmitglied, manchmal schäme ich mich, das noch sagen zu müssen, weil auch so wenig junge Leute hinten dran stehen und diese Politikfelder mit übernehmen. Aber wichtig ist sozusagen, dass wir unsere Erfahrungen eben dort auch einbringen, wo es notwendig ist. Und sie zeigt immer wieder, dass sowohl in Opposition als auch in Regierungsbeteiligung links wirken kann und auch wirkt. Unsere Landesregierung hat Anfang dieser Woche sehr öffentlich eine Halbzeitbilanz vorgelegt. Und ich möchte euch von dieser Stelle einfach einladen, euch auch diese Bilanz einmal genauer anzuschauen. Auf Details kann ich einfach aus Zeitgründen nicht eingehen. Aber ich will euch zumindest sagen, es ist wichtig, dass wir als Linke aus Verantwortungsbewusstsein auch der Wählerinnen und Wähler dort wirken, wo wir hingesetzt werden. Und eine starke Linke ist in jedem Fall gut für die Menschen im Land. Dankeschön, Anke. Jules, du hast das Wort und es bereitet sich vor Conny Ernst, Landesverband Sachsen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben heute viel gehört, was wir von Jeremy Corbyn lernen können. Wir können von ihm lernen, dass Verstaatlichung und ein radikales linkes Programm bei den Menschen ankommt. Wir können von ihm lernen, dass eine linke Politik, die Bewegung anfacht und in ihnen beteiligt ist, bei den Menschen ankommt. Wir können aber auch von ihm lernen, dass es keinen Gegensatz gibt zwischen der sozialen Frage und dem Antirassismus. Wir können lernen, dass antirassistische Bewegungen mit sozialen Fragen verbunden werden können, ob für Flüchtlinge, für Migrantinnen und Migranten oder die prekären Beschäftigten in diesem Land. Wir hatten vor kurzem Wahlen in NRW. Wie ihr wisst, ist das leider nicht so gut ausgegangen, wie wir uns das erhofft haben, aber es gab trotzdem einige Lichtblicke, auf die ich doch schauen möchte. Wir hatten in Köln eine Bewegung mit 15.000 Menschen oder mehr, die gegen die AfD-Bundesparteitag demonstriert haben. Wir hatten in Münster 15.000 Menschen auf der Straße, die Frauke Petry verhindert haben und ihren Auftritt, die gezeigt haben, Münster ist kein Ort für die AfD. Wir gehen jetzt auf die Bundestagswahlen zu.
Und ich glaube, Antirassismus ist nicht nur ein Thema für eine kleine Minderheit. Antirassismus ist ein Thema, was große Teile der Gesellschaft bewegt. Wenn wir uns anschauen, warum die Leute in unsere Partei eintreten, dann sagen sie häufig auch, weil die Linke die einzige Partei ist, die noch klare Kante zeigt gegen Abschiebung, gegen Rassismus, gegen den Sozialabbau in diesem Land. Lasst uns diese Hoffnung verbinden. Lasst uns Antirassismus im Wahlkampf eine Stimme geben. In NRW macht sich heute deutlich, dass die Linke nicht im Landtag vertreten ist. Schwarz-Gelb will Studiengebühren einführen. Das hatten wir schon befürchtet. Sie orientieren sich dabei an Grün-Schwarz in Baden-Württemberg. Sie wollen keine Studiengebühren für alle Studierenden einführen, sondern nur für Nicht-EU-Ausländerinnen. Lasst uns auch deutlich zeigen, dass wir dieser Politik der sozialen Spaltung, der unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen nach Herkunftsländern entschieden entgegentreten. Und uns ist es egal, ob diese rassistische Politik von Schwarz-Gelb gemacht wird oder von Grün-Schwarz. Studiengebühren lehnen wir immer ab. Und Studiengebühren auch nur für eine bestimmte Gruppe lehnen wir ebenso ab. Wenn wir in den Bundestagswahlkampf gehen, dann haben wir nicht nur die Aufgabe, die Arbeiterklasse und die Arbeiterinnenklasse anzusprechen, sondern wir haben auch die Aufgabe, diejenigen anzusprechen, die nicht wählen können und sie dazu zu mobilisieren, gemeinsam mit uns zu kämpfen. Uns ist egal oder uns muss egal sein, ob Menschen den deutschen Pass haben. Für uns ist es interessant, ob die Leute sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen, für eine Gesellschaft ohne Sozialabbau, ohne Rassismus, ohne Abschiebung. Lasst uns im Bundestagswahlkampf deswegen den Antirassismus zur Position erheben. Dankeschön. Das Wort hat Conny Ernst und danach Klaus Lederer aus Berlin. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die Kanzlerin zurzeit ist wirklich unterwegs in allen möglichen Teilen der Welt. Und ich interpretiere das als die Ankündigung einer neuen Rolle Deutschlands in dieser Welt. Und da geht es um knallharte Einflusssphären, da geht es um Kapitalströme. Und ich sag's mal so, es geht um ein neues Kräfteverhältnis in dieser Welt. Und wir müssen auch eines sagen, nicht nur im Bundestagswahlkampf, sondern auch in den nachfolgenden Kämpfen. Wir wollen keine Weiterführung der Großmachtpolitik, weder in Europa noch der Welt, auch nicht mit deutschen Mitteln, sondern eine Politik für die Menschen. Wir müssen das Soziale zurückgewinnen für die Bürgerinnen und Bürger in Europa und der Welt. Liebe Genossen und Genossen, und wenn irgendetwas momentan verloren gegangen ist in diesen ganzen Debatten, die wir hier führen, dann sind es die Grund- und Menschenrechte der Bürgerinnen und Bürger. Die sind plötzlich weg. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir sollten eins ganz klar sagen, wir, die Linke, sind die Partei der Menschenrechte. Wir haben das getan in den letzten Jahren, wir haben das getan seit unserer Gründung und wir werden das weiterhin tun. Wir verteidigen die Rechte von Arbeitnehmern, von Arbeitslosen, von Wohnungslosen, von Geflüchteten. Und als moderne linke Partei sorgen wir dafür, dass die sozialen Rechte und die Freiheitsrechte auf die Tagesordnung gesetzt werden. Das ist, denke ich, wichtig. Nur beides schafft eine freie Gesellschaft und für eine freie Gesellschaft stehen wir. Liebe Genossen, und Fakt ist, dass die Bundestagswahlen im September entscheidenden Einfluss darauf haben werden, wie das Europa der Zukunft aussieht, ja schon der Gegenwart. Unsere klare Botschaft heißt, wir brauchen die Abwahl von Merkel, und zwar so schnell als möglich. Mit dieser Wahl brauchen wir die Abwahl von Merkel. Und ich sage euch auch warum, damit Griechenland den Schäuble los wird. Damit in Griechenland die Krankenhäuser wieder ein Budget bekommen. Damit dieser dreckige Deal mit der Türkei endlich beendet wird. Das kann doch nicht sein, dass eine Transfrau abgeschoben wird aus dem Iran, abgeschoben wird, wieder zurückgeschoben werden soll in den Iran. Wo leben wir denn? Das Asylrecht muss erhalten werden. Darum müssen wir kämpfen. Und wir streiten um offene Grenzen, weil wir von den Mauern die Nase voll haben. Und deswegen glaube ich, es ist wichtig zu sagen, Politikwechsel muss es auch in Europa geben. Und wenn Veränderung bitte schön mit Opposition beginnt, dann bitte auch in Europa. Ich möchte
dass wir die EU reformieren. Ich möchte, dass wir sie nicht den Rechten und den Hetzern überlassen. Ich möchte, dass wir eine Gesellschaft nicht nur uns erkämpfen wollen in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene, die durch Freiheit gekennzeichnet ist. Und bitte schön, am Ende, mein Traum von der EU ist ein Europa der Regionen. Und ich glaube, darum zu kämpfen, das würde sich lohnen. Conny. Und das wollte ich zumindest noch mal gesagt haben. Danke. Das Wort hat Klaus Lederer und danach Jennifer Michelle Rath. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, im vergangenen Herbst haben wir in Berlin eine Wahl gewonnen. Und seit 2 Tagen bin ich jetzt ein halbes Jahr Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa in Berlin in einer rot-rot-grünen Regierung. Das ist alles andere als leicht, aber nach 5 Jahren Stillstand in Berlin und Rückschritt in Berlin war es notwendig und auch die richtige Entscheidung. Und 90% unserer Mitglieder im Landesverband haben uns in einer Urabstimmung dafür die nötige Rückendeckung verschafft. Katrin Lomscher als Senatorin für Wohnen, für Mieten und Stadtentwicklung, Elke Breitenbach als Senatorin für Arbeit, Soziales und Integration und ich, wir haben Schlüsselressorts. Und wir haben im ersten halben Jahr dafür gesorgt, dass die Turnhallen leergezogen worden sind und tausende Geflüchtete endlich unter menschenwürdigen Bedingungen untergebracht worden sind. Wir haben dafür gesorgt, dass das Sozialticket im Monat nicht mehr 36 Euro kostet, sondern 27 Euro, das, was im Hartz-IV-Satz dafür vorgesehen ist. Wir haben Mieterhöhungen in städtischen Wohnungsbaugesellschaften zurückgenommen und weitere für die Zukunft auf einen sehr geringen Betrag gedeckelt. Wir haben 100 Millionen in die Hand genommen, um ein Berliner Stadtwerk auf den Weg zu bringen. Wir haben Investitionsmittel bereitgestellt für Wohnungsbau in öffentlicher Hand und nutzen ein Vorkaufsrecht gegenüber Spekulantinnen und Spekulanten. Und wir kämpfen um die Rekommunalisierung der Netze im Gas- und Strombereich. Gemeinsam mit Brandenburg, Thüringen und anderen Bundesländern haben wir auch im Bundesrat das eine oder andere auf den Weg gebracht, von Aufhebung des transsexuellen Gesetzes bis zur Bürgerversicherung. Ich war überrascht, dass ein Teil der Partei, der plötzlich so viel Interesse am Bundesrat hat, sonst an all diesen Fragen überhaupt kein Interesse entwickelt hat. Schön wäre es eigentlich mal. Wir haben einen Wahlkampf gemacht mit ein paar Prämissen. Das erste: Wir wollen dem Wachstum der Stadt Berlin eine soziale Richtung geben. Zweitens, wir wollen den öffentlichen Dienst ausbauen und die Zahlungslücke zwischen Bundesdurchschnitt und Landesbezahlung abbauen. Wir wollen die öffentliche Infrastruktur sanieren. Wir wollen drittens eine soziale Mietenpolitik, die Rückgewinnung des öffentlichen Raums, Rekommunalisierungsvorhaben umsetzen und eine humanistische, humane Partizipations- und Integrationspolitik liefern. Und wir wollen es nicht über die Köpfe der Leute hinweg, sondern gemeinsam mit den Leuten. Und wir haben in unserem Wahlkampf von Anfang an eine ganz klare offensive Abgrenzungslinie gegen die Rechtspopulisten gefahren, als unsere Bundespartei noch nicht so richtig wusste, ob das eine gute Idee ist. Liebe Genossinnen und Genossen, die Herausforderung besteht auch in Folgenden. Erstens, alle Spielräume in Regierung und Parlament zu nutzen und zweitens, uns selbst den Druck organisieren zur Durchsetzung möglichst vieler unserer Positionen. Wir werden nicht gewählt, wenn wir rumjammern oder wenn wir Sprüche klopfen, sondern wir werden gewählt, wenn wir selbstbewusst und überzeugend unsere Ideen unter die Leute bringen, mit einem unprätentiösen, gewinnenden, zuhörenden Stil. Und manche unserer Debatten, die ich hier seit 25 Jahren kenne, die wirken auf mich wie selbstverstärkende Resonanzen in der Filterblase, in der Echokammer. Dieses Schulterklopfen über die eigene Großartigkeit, frei von jedem gesellschaftlichen Widerspruch. Ich habe das satt. Selbstvergewisserung wird nicht reichen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, wir liegen seit der Wahl und seit der Regierungsbildung stabil auf demselben Niveau bei Umfragen. Die Bundespartei noch ein bisschen drunter. Wir werden bis zum Herbst alles tun, um die Bundespartei auf selbe Level zu bekommen. Und nicht, indem wir nach unten gehen, sondern die Partei nach oben ziehen. Vielen Dank. Packen wir es an. Jennifer, du hast das Wort und danach wird Sebastian Schlüsselburg aus Berlin die Debatte beenden für heute. Ja, also erstmal, ich möchte mit einem Thema kommen und zwar Menschenrechte. Das wurde gerade auch schon gesagt von Conny Ernst, also danke. Der Hintergrund ist der, ja, was sind eigentlich Menschenrechte? Okay, Menschenrechte, ganz viele Sachen eigentlich und wir versuchen immer Dinge aufzuzählen und haben eigentlich überall irgendwie Schubladen und verirren uns manchmal und haben dabei eigentlich auch gewisse Ausschlüsse. Ich frage mich oft, wie können wir genau diese Ausschlüsse verhindern und eigentlich alle Menschen mitnehmen?
Und ich merke gerade auch mit der Thematik von Trans und Inter, ist es in der Auseinandersetzung und der Sichtbarkeit oftmals auch schwierig. Aber eins möchte ich hier sagen. Ich möchte mich bei der Linken bedanken. Es ist auch sehr, sehr wichtig für mich, dass gerade die Partei Die Linke auch gewürdigt wird für die Arbeit, für Menschen mit Trans- und Inter-Hintergrund. Ja, also bitte Applaus. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir das Thema endlich sichtbar machen und auch in allen Bereichen mit berücksichtigen und umgekehrt. Denn eine Inklusion ist eigentlich nur eine Situation, wo wir Menschen mitnehmen und dabei auch genau bei den Inhalten das mit berücksichtigen. Und dafür sind Gespräche wichtig, und zwar Gespräche, die wir miteinander führen. Und die Frage ist halt, okay, wenn wir bestimmte Bedürfnisse haben, erstmal sind die unterschiedlich. Okay, auf Grundlage dessen, weil die eben unterschiedlich sind, wo können wir uns eigentlich hinentwickeln? Was können wir mitnehmen? Und das können wir nur gemeinsam. Und dafür brauchen wir alle Menschen. Naja gut, wenn wir nach den Wählerzahlen und Wählerstimmen ausgehen, dann haben wir ein lineares System manchmal. Wir haben zwar Schwankungen, aber Dinge verändern sich manchmal nicht. Warum? Naja, manchmal haben wir selbst vielleicht auch ein paar Ausschlüsse drin, sag ich mal, die wir reproduzieren und generieren. Ich finde es wichtig, dass wir auch darüber reden. Und ich finde es auch wichtig, weil ich nämlich auch kein lineares System unterstütze, ja, dass wir mit allen Menschen reden. Das heißt also auch mit Menschen, die quasi rechts sind oder keine Ahnung was. Ich meine, ich möchte Menschen bewegen. Deswegen ist es wichtig, dass ich erstmal sie anhöre. Okay, manchmal ist es auch, habe ich gemerkt, schwierig, wenn wir kommunizieren. Wie kommunizieren wir eigentlich? Manchmal haben wir das Zuhören irgendwie verlernt, habe ich manchmal das Gefühl. Im Endeffekt ist es auch wichtig, dass wenn wir kommunizieren, erstmal schauen, okay, welche Fragen stellen wir? Danke. Und einmal zu der Thematik der Transgeschichte würde ich zum Beispiel eine Sache auch noch ganz kurz sagen, weil ich merke, dass es ein bisschen untergeht, ist, dass zum Beispiel in 69 Ländern zum Beispiel 2340 Menschen mit Trans-Hintergrund umgebracht worden sind. Ich finde es sehr wichtig, dass man diese Erhebung von 2009 bis 2016 auch in den politischen Feldern mit berücksichtigt, auch mit einarbeitet und vor allem auch die Sichtbarkeit von Trans und Inter weiter unterstützt, auch in vielen Bereichen fördert. Vielen Dank. Ich zähle auf euch. Dankeschön. Bevor Sebastian beginnt, seine Rede zu halten, will ich euch sagen, dass für uns vier hier vorne die Zeit zu Ende geht und wir uns verabschieden. Die beginnende Antragsdebatte, wir kommen morgen wieder als Team, versprochen. Die Antragsdebatte übernimmt dann ein neues Team. Ich hoffe, dass ihr tapfer den Abend durchsteht miteinander. Sebastian, du hast das Wort, bitteschön. Ja, vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben heute am Beispiel der Bundesratsabstimmung über die Autobahnprivatisierung und den Länderfinanzausgleich mal wieder darüber gesprochen, wie ist das eigentlich mit einem Regierungswahlkampf und einem Oppositionswahlkampf. Das ist schade. Ich habe gedacht, wir beginnen diesen Parteitag mit Botschaften, mit dem, was wir wollen, mit dem, wie wir das Land verändern wollen und nicht mit dieser alten Debatte. Aber nun ist es so. Ich persönlich finde, es ist kein Widerspruch, Regierungs-Oppositionswahlkampf. Ich finde, eine Selbstverständlichkeit ist, dass als erstes jede Partei für sich kämpft und das beste Ergebnis herausholt mit den Inhalten und mit den Programmatiken, mit denen wir antreten. Und als zweites müssen wir dann gucken am Wahlabend, wie überhaupt das rechnerische Ergebnis aussieht. Und wenn es möglich ist, Regierung zu übernehmen, dann stehen eventuell, wenn andere Parteien dazu bereit sind, Verhandlungen an. Und dann werden diese Verhandlungen geführt und sie werden hart geführt. Und am Ende hat man ein Ergebnis eventuell, wenn man die Verhandlungen nicht abbricht. Und dann entscheidet die Parteibasis darüber, ob man unter den Bedingungen in eine Regierung geht oder nicht. In Berlin haben wir das mit einer Urabstimmung und unseren Mitgliedern gemacht. Und ich finde, sollten wir in die Verlegenheit kommen, sollten wir das auch auf Bundesebene machen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Wählerinnen und Wähler sind in dieser Frage auch oft schon weiter als wir. In Berlin haben die Leute, die nach der Wahlurne von den Instituten befragt wurden, gesagt, 90% der Wählerinnen und Wähler, die uns gewählt haben, wollten uns auch im Senat sehen. Das ist ein Auftrag für uns, die Verhältnisse konkret zu verändern.
Alexander Fischer und Katja Kipping haben einen Begriff geprägt, den finde ich ganz interessant. Eigentlich muss es uns Linken darum gehen, zu regieren, und zwar in Bewegung. Das macht es schwieriger, aber wir werden nicht dafür gewählt, weil es leicht ist, sondern weil die Dinge schwierig sind und wir was verändern wollen. Und ein letzter Punkt. Vorhin wurde gesagt, zum Erpressen gehören immer die Erpresser und die Erpressten. Liebe Genossinnen und Genossen, diesen Vergleich finde ich ein bisschen infam. Wenn einem die Knarre an den Kopf gehalten wird, dann kann ich doch nicht demjenigen, der die Knarre an den Kopf gehalten bekommt, auch noch einen Vorwurf darüber machen. Das Problem ist Wolfgang Schäuble gewesen, der diese beiden Themen sachfremd miteinander verknüpft hat. Und die wussten genau, was sie tun. Die wussten, dass sie uns diese Debatte hier aufzwingen. Und wir sollten uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir sollten nicht das Geschäft der CDU betreiben, nicht das Geschäft des rechten Flügels, der SPD, der Grünen, der FDP oder der AfD. Lasst uns damit aufhören. Lasst uns zusammen streiten, aber solidarisch streiten und vor allen Dingen gucken, wie wir unsere Botschaften an diesem Wochenende rauskriegen, wie wir dieses Land verändern wollen. Vielen Dank.